Wahrlich, das Auge tränt, das Herz trauert, und wir sprechen nur Worte, die unserem Herrn wohlgefällig sind. O Ibrahim, wir sind wahrlich bei deinem Abschied von Traurigkeit erfüllt. Das waren die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem er seinen Sohn beerdigt hat. Ein schmerzhafter Verlust und doch zufrieden mit der Vorherbestimmung. Die Trauer gehört zum Leben dazu. Selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat getrauert. Der Verlust eines Nahestehenden ist traurig. Doch wie muss es einem wohl gehen, wenn man sein Kind direkt nach der Geburt verliert? Um genauer zu sein, einen Tag nach der Geburt. Seine Mutter trug es 9 Monate mit sich. Sehnsüchtig und voller Vorfreude wartet man auf diesen einen Tag. Es ist dieser eine Moment, an dem das Neugeborene das Licht der Welt erblickt. Ein Augenblick, in dem die Herzen der Eltern sich aufteilen. Muhammad Qutayba kehrt nach nur einem Tag zu seinem Herrn zurück. Geboren am 6. Oktober 2020, zurückgekehrt am 7. Oktober 2020. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Von Allah kommen wir und zu Allah kehren wir zurück. Es war eine Nachricht, die uns erschütterte. Doch die Worte des Vaters beweisen Zufriedenheit mit der Bestimmung Allahs. So sagt der Vater: Wisset bitte jeden Tag zu schätzen. Ich hatte einen mit meinem Sohn und er war wunderschön. Jetzt darf er wieder zu Allah zurückkehren. Alles Lob gebührt dem Herrn der Welten, dem Erschaffer von allem Leben auf der Erde, aber auch des Todes. Das waren die Worte des Vaters von Muhammad Qutayba. Die Worte eines Mannes, der gerade sein neugeborenes Baby verloren hat. Wir sollten uns fragen, wie wir wohl reagieren würden, wenn uns das gleiche Schicksal trifft. Liebe Geschwister, jeder Mensch hat eine bestimmte Sichtweise auf das Leben. Doch welche Sichtweise sollten wir auf dieses Leben haben? Wir sind überzeugt, dass es Allah subhanahu wa ta'ala ist, der Tod und Leben erschaffen hat. Er weiß, was gut und schlecht ist. Somit ist das Leben nur eine Prüfung. Ein kurzer Moment, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns zeigt, wer wir wirklich sind. Erst der Umgang mit der Prüfung zeigt uns die wahre Stärke unseres Glaubens. Der Vater des Kindes ist uns hierin ein Vorbild. Mit dem Bestehen jeder großen Prüfung geht ein großer Lohn einher. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Am Tag des jüngsten Gerichts wird Allah den Engel befehlen, die Kinder ins Paradies zu bringen. Dann fragen die Kinder nach ihren Eltern und die Engel werden sagen: Eure Eltern waren nicht sündenfrei. Die Kinder werden weinend sagen, dass sie ohne ihre Eltern das Paradies nicht betreten werden. Dann spricht Allah zu den Kindern: Nehmt eure Eltern und tretet ein in das Paradies. Bei Imam al-Tabarani wird überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich schwöre bei Allah, dass wenn ein Kind geboren wird und sofort stirbt und die Mutter geduldig ist und auf die Belohnung Allahs hofft, so wird Allah der Mutter erlauben, mit ihrem Kind das Paradies zu betreten. So hat Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam uns immer wieder Hoffnung gegeben. Das Herz trauert und das Auge tränt. Doch dann hören wir die Worte unseres Herrn, die uns Hoffnung spenden. Subhanallah, was für aufbauende Worte uns der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Es sind solche Überlieferungen, die uns diese Trauer ertragen lassen. Was gibt es Schöneres als die Hoffnung auf das Paradies? Es ist doch unser eigentliches Zuhause. Es ist das Paradies, wonach wir uns sehnen sollten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Eltern von Muhammad Qutayba Sabr geben und sie im Paradies wieder zusammenführen. Amin. Ja Allah, schenke allen Gläubigen Trost in Momenten der Trauer und Standhaftigkeit in Zeiten der Erschwernis. Und lass all diejenigen, die gläubig und standhaft sind, im Paradies mit ihren Geliebten lachen. Amin.